Ich würde gerne mit euch über etwas sprechen, was gestern vorgefallen ist. Wobei es müsste eigentlich schon länger zurückliegen, wenn man die Produktionszeit und so mit einberechnet. Ihr kennt mich. Ich bin eigentlich niemand, der Trash-TV schaut. Und ich muss zugeben, ich gucke es nur, wenn meine Freundin mir gesagt hat, ich soll es anschauen. Deswegen bin ich dabei und ich will ehrlich sein, ich habe diese Konzentration nicht, da nonstop hinzugucken, wie auch immer. Jedenfalls ist jetzt etwas bei der 18. Folge passiert, was ich mit euch diskutieren will. Ich muss sagen, nur dafür ist es gut, okay? Dass ich dann hinterher darüber ein Video machen kann. Bei Are You the One in der 18. Folge, Leute, ist etwas vorgefallen, wo ich so den Kopf schütteln musste, wo dann auch die Macher von Are You the One sich auf der eigenen Instagram-Seite zu gemeldet hatten und Stellung genommen hatten. Wir werden das gleich auf jeden Fall besprechen. Ich werde euch erstmal erklären, was so los ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele das anschauen. Bei dieser Reality-TV-Show machen einige mit. Einige sollen darunter bekannt sein. Ich glaube, so Influencer bekannt. Kenne ich auf jeden Fall nicht. Auf die, die wir uns konzentrieren werden, das sind Finja, Diogo und Eugen. Bevor ich dazu komme, was am Matching Night passiert ist, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Finja, was eigentlich auch total irrelevant ist zu wissen, ich finde es überhaupt nicht wichtig. In dem Zusammenhang, warum ich mich darüber aufrege, ist es wichtig zu erwähnen. Und zwar hat Finja, bevor sie in die Show gekommen ist, wohl etwas mit diesem Diogo gehabt. Finja soll Diogo zu sich nach Hause eingeladen haben und irgendwie kam Diogo nicht alleine, sondern mit jemandem zusammen. Letzten Endes soll wohl ein Dreier stattgefunden haben, wobei man munkelt, jedenfalls soll Finja sich wohl dazu so ein bisschen überredet gefühlt haben. Das Ganze passierte auf jeden Fall vor der Show. Nach diesem Dreier soll Diogo wohl einen Kommentar abgelassen haben. Von wegen, eine Frau, die sowas macht, ist nicht die Frau fürs Leben. Ne? Eine Frau, die einen Dreier hat, ist nicht die Frau fürs Leben. Ich muss zugeben, ich verstehe das Ganze nicht. Ich verstehe nicht, wie man diese Aussage treffen kann, weil letzten Endes wäre er dann, nach seiner Logik, wäre er dann auch kein Mann fürs Leben. Ich meine, er hat ja sowas mitgemacht. Beide treffen sich nun in der Show wieder. Auf jeden Fall soll Finja auch diese Story einer weiteren Kandidatin erzählt haben, dort bei Are You the One. Ich weiß nicht, ob das durchgesickert ist. Sophia Tomalla, die Moderatorin, stand nämlich vorne, Finja vor ihr, an diesem Matching Night und fragte sie halt darüber aus, ob was zwischen Diogo und Finja vorgefallen ist. Das wissend vor der Show. Weil in der Show wird ja alles 24/7 aufgezeichnet. Da kriegt man ja von allem mit, wenn die ein bisschen was machen. Da gibt es so ein Boom-Boom-Room, soweit ich weiß. Und haben herausgefunden, dass es nicht passt. Habt nur ihr beide euch kennengelernt oder gab es da auch mal eine Situation, wo du, Diogo, noch jemand anderen kennengelernt hast? Wir haben uns er und ich haben uns kennengelernt und haben gemerkt, es passt nicht. Habt ihr miteinander geschlafen? Nein. Was sind das denn für Kackfragen? Vielleicht, ja. Dieses Rumstacheln, ob sie denn was mit Diogo gehabt hat oder nicht, und Finja nicht so wirklich drauf eingehen wollte, fand ich einfach richtig daneben. Es war nämlich so, Finja hat das erstmal abgestritten, dass sie nichts mit Diogo hatte. Und irgendwann später, nachdem Sophia Tomala immer noch weiter nachgefragt hat, ja, war die Antwort dann letzten Endes vielleicht. Und dann konnte sich jeder denken, okay, die hatten was miteinander, Diogo und Finja. Ich denke mir, was zur Hölle, das hat vor der Show stattgefunden. Inwiefern spielt das jetzt eine Rolle, ob sie was mit dem Diogo gehabt hat oder nicht? Die Sache ist, dass Finja jemanden anderen nämlich in der Show toll findet. Ich glaube, die so eine Art, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Necken. Ich bin voll raus aus diesem Dating-Leben. Wie heißt der andere Typ gleich nochmal? Wartet. Eugen, mit Eugen. Finja und Eugen finden sich, glaube ich, in der Show so ein bisschen toll. Deswegen wurde das so ein bisschen thematisiert, was das Ganze trotzdem nicht entschuldigt, einfach weil es vor der Show stattgefunden hat und weil es eine verdammt private Frage ist. Ich hätte gar nicht darauf geantwortet. Ich mir vorstelle, ich hätte da gestanden, ich hätte einfach gar nicht geantwortet. Ich hätte gesagt, das ist eine private Frage. Naja, Finja und Eugen, wie gesagt, sind so ein bisschen in der Show, hängen miteinander ab. Jedenfalls hatte Eugen, nachdem das dann halt rauskam, ja, er kam letzten Endes nicht drauf klar und sagt einen Satz wie, ja, sie hat meinen Kollegen gefickt. Ich war auf den Stand, sie haben sich gemocht, sie haben sich kennengelernt, das war's. So, und dann erzählst du mir irgendwas von ernsten Absichten, von irgendwelchen Interesse, von irgendwelchen Herzensangelegenheit. Alter, du hast meinen Kollegen gefickt, so. Ich fand die ganze Situation richtig unangenehm, weil das Slut-Shaming vom Feinsten war.
Auch danach die Aussagen, die getroffen worden sind. Und können wir bitte einmal kurz drüber reden, dass sie die Böse ist in der ganzen Sache? Wie sagt man so schön, es braucht zwei, um Tango zu tanzen. Okay, in dem Fall waren es wohl drei, aber ihr versteht, was ich meine. Warum ist Eugen sauer auf Finja, aber nicht sauer auf seinen Kollegen? Man muss die Macher dafür zur Verantwortung ziehen. Ich finde, das hätte gar nicht mit reingedurft. Darüber hätte man gar nicht diskutieren dürfen. Man hätte auf jeden Fall klare Grenzen setzen müssen und so ein inakzeptables Verhalten überhaupt nicht dulden. Das betrifft das komplette Format, inklusive Sophia Tomala. Und wisst ihr was, das Format bezieht dann Stellung. Und zwar würde ich gerne zitieren an der Stelle. In der neuen Folge Are You The One? Reality Stars in Love gab es unter den Singles ein Gespräch zu einem sensiblen Thema, das wir so nicht hätten zeigen sollen und das auch hier zu viele Reaktionen in den Kommentaren geführt hat. Wir haben beschlossen, die Folge offline zu nehmen. Die neue Fassung stellen wir zeitnah wieder zur Verfügung. Das war die Stellungnahme von areyoutheone.de auf Instagram. Das erste, wo sie sich hätten entschuldigen sollen, und ich weiß nicht, ob das vorgefallen ist, vielleicht ist das im Privaten vorgefallen, ist bei Finja. Weil Finja dann auch zusätzlich Hate abkassiert hat und halt, ne, wie sonst was hingestellt worden ist. 2 Stunden später oder 1 Stunde später, als sie den Post gemacht haben. Und ich dachte mir, ist ja klar, das ist das Erste, was sie machen, sich in der Öffentlichkeit entschuldigen. Die Sache ist, dass das dem Format einfach nicht schaden wird. Es wird trotzdem weiterhin leider das Format geben. Ich verstehe es halt einfach nicht. Schaut mal, da sitzen so viele Leute dahinter. Da kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht gewollt war. Und dann warten sie bis zur Ausstrahlung, bis dann Beef kommt, bis dann die Einschaltquoten ein bisschen in die Höhe schießen, um das dann anschließend runterzunehmen. Das macht für mich gar keinen Sinn. Diese Folge wurde vorproduziert. Ich weiß nicht, inwieweit im Voraus. Soweit ich weiß, ist sowas immer meistens ein halbes Jahr im Voraus produziert. 3 Monate bis ein halbes Jahr. Aber ich weiß es halt nicht bei dem Format, wann genau das vorproduziert worden ist. Da stecken so viele Köpfe hinter und niemand von denen hat angemerkt, dass das ziemlich unangenehm ist und dass das rausgeschnitten werden muss. Ich weiß nicht, ich muss sagen, da gibt es einige andere Handlungen, die auch vorgefallen sind, die ich nicht tolerieren kann. Ich werde jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber bestimmt hat jemand von euch auch die Folge mit Diogo gesehen und Kati, wo sie ihn, ich weiß nicht, es kam mir so vor, quasi belästigt hat. So kam es mir vor, ja. Da werden einige Sachen toleriert, die hinterfragt werden müssen. Würde man sich nämlich vorstellen, umgekehrte Situation. Frau wird vom Mann so angemacht und quasi hinterhergerannt und so weiter. Boah, dann wäre die Hölle los. Sexuelle Belästigung finden bei Männern genauso statt wie bei Frauen. Ich weiß nicht, ich finde das einfach alles so, aber nach dem Motto, okay, weil es ein Mann ist, ah ja, du musst es doch mögen, komm. Sei nicht so ein Weichei, sei nicht so ein Waschlappen, du musst es mögen. Wie auch immer, Leute. Ich würde sagen, lasst mir gerne eure Gedanken zu dieser Folge in den Kommentaren da, wenn ihr das angeschaut habt. Mich würde ehrlich gesagt interessieren, wie viele das von euch anschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, hinterlasst mir sehr gerne einen Daumen hoch. Und wenn nicht, dann nicht. Und dann sehen wir uns auch ganz bald wieder zu meinem nächsten Video. Ciao.